Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier für dich den Essence Happy Holidays Advent Calendar. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Für 25,95 Euro habe ich diese Schätzelein gekauft. Man kann den aufklappen. Ich weiß nicht, ob ich das hübsch finde. Und wir haben hier Essence-Produkte drin und das ist halt immer wieder aufregend, finde ich, jedes Jahr aufs Neue zu entdecken, was die Adventskalenderpacker sich dieses Jahr überlegt haben, welche Special-Produkte drin sind. Oft ist der ein bisschen kindlich, aber wir gucken einfach mal, oder? Komm, wir schauen mal rein. Ich weiß noch nicht, wie ich das Produkt auf Erwin platzieren soll, damit es schön aussieht. In der Nummer 1 habe ich auf jeden Fall einen Moisturizing Sheer Lipstick mit Süßmandelöl und Shea Butter. 3 Gramm sind hier drin enthalten. Ich weiß nur nicht, welche Farbe das sein soll, weil da steht jetzt so nichts drin. Dran drauf. Ich glaube, das ist ein Produkt, was extra für den Adventskalender hergestellt worden ist. Denn sowas habe ich noch gar nicht bei Essence gesehen. Das ist so dieses klassische... Ich bin ein Lippenstift, aber ich habe einen Pflegekern. Das gab es auch mal bei L'Oreal und so. Finde ich persönlich schön. Und das ist auch ein total tragbarer Ton. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. In der Nummer 2 habe ich ein ganz buntes Produkt. Color Correcting Mattifying Powder. 4,5 Gramm. Und das ist auch in einem wunderschönen Design extra für den Adventskalender gemacht. Voll schön. Also das ist halt grün, um so Rötungen auszugleichen. So ein dunkel... Rot, braun, rostbraun würde ich sagen, um vielleicht Verfärbung auszugleichen. Und halt dieses Weiße, also das wird ausprobiert auf jeden Fall. Müssen wir uns mal genauer anschauen. Habe ich schon gesagt, 4,5 Gramm sind hier drin, ne? Genau, schön. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und das ist ein Eyeshadow Shader Brush, also quasi ein Pinsel haben wir hier am Start. Und da muss ich sagen, hat Essence doch immer ganz besonders schöne Geschichten. Ja, oh. Sieht schön aus mit diesen pinken Sparkles. Das erinnert nicht unbedingt direkt an die Weihnachtszeit, aber ans Girly-Sein. Und das finde ich schön. Damit kann man halt schön Lidschatten auftragen und einfach so Schimmertöne gut auftragen. Ne? Cool. Hier haben wir die Nummer 4. Ja, ich wusste, irgendwann muss ein Nagelprodukt kommen. Pocket Glitter Nail Top Coat mit 5 Millilitern. Auch das ist aber wieder in dem Adventskalender Design mit dabei. Finde ich hübsch, definitiv. Kann ich mir gut vorstellen, über so einen roten Lack drüber zu machen. Also wenn ich jetzt, habe ich jetzt gerade nicht drauf, aber wenn ich einen klassisch roten Nagellack drauf hätte, das nochmal drüber zu geben, das gibt so ein schönes Design damit drüber. Kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen und wird verwendet. Ganz so robust wie der Adventskalender von Valea zum Beispiel ist der jetzt leider nicht, weil die Türchen reißen immer mal wieder ein. Am Tag vor Nikolaus, am 5. Dezember, habe ich einen Brow Wax Pen mit Shea Butter drin enthalten, in Transparent. Hier sind 1,2 Gramm drin enthalten und damit kann man die Augenbrauen fixieren und gibt sich quasi das Wachs in die Augenbrauen, um sich vielleicht auch ein bisschen zu formen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich... Nicht wirklich, also ich habe verzupfte Augenbrauen und ich habe auch dadurch, dass ich in meiner, Familie nicht unbedingt die Gene oder die genetische Voraussetzung für krasse Augenbrauen hätte, habe ich einfach nicht wirklich viel davon, ne? Und deswegen, ja, habe ich einfach so meine Augenbrauen, wie sie sind, für sie auf. Aber ich habe dann ab und an auch mal durch Augenbrauen-Serien und so, ne, längere Augenbrauenhärchen. Und die lege ich mir dann ja auch immer so hin, die forme ich mir ja mit den Augenbrauen. Produkten immer so ein bisschen und das könnte mir auf jeden Fall dabei helfen. Vielleicht, man weiß es nicht. Man munkelt nur. Boah, guck mal, die Nummer 6 ist riesig, voll cool und da haben wir Augenpatches drin. Star-Shaped Hydrogel Eye Patches, Wake-Up-Effekt mit Hyaluronsäure und Vitamin C, Stunning Gold Star Shape. Sehr cool. Ja, also Essence ist jetzt ja auch genauso wie Catrice auch, also Cosnova generell, ne, mehr so auch in diese Hautpflegegeschichte mit reingegangen und deswegen haben wir hier auch Hautpflege mit dabei. Ich finde es süß, ich finde auch vor allem bislang echt cool, dass alles in diesem Adventskalender-Design ist. Und auch die Nummer 7 bleibt dem treu. Das sind Nagelsticker. Oh, sowas finde ich ja hübsch. Bei mir halten die nun leider nicht so schön. Die wellen sich dann immer so nach oben. Ne? Das sind selbstklebende Nagelsticker, die man dann auf den Nagellack drauf machen kann, um dem Nageldesign halt nochmal etwas mehr Pep zu geben. Es ist einfach ein Wort, was es irgendwie gefühlt gar nicht mehr gibt. Ne? Pep. Und ja, finde ich schön.
Normalerweise darf die Nummer 8 machen, dass es kracht. Und ja, das darf sie, weil sich das darauf reimt und weil mein Hund da geputzt hat, Sammy. Overnight Lip Mask. Okay, das ist speziell. Ich dachte erst, das wäre so ein ganz normaler, öder, schnöder Lippenpflegestift mit pflegendem Shea-Öl und Vitamin E. 4,9 Gramm sind hier drin enthalten. Das finde ich interessant und auch das Design. Ne? Das ist schon echt hübsch. Auch wieder hier Adventskalender-Design. Hallo, schön, dass du da bist. Jo. Ne? Machst du dir über Nacht drauf und wachst dann auf und hast wunderschön gepflegte Lippen. I wish. Ach Wahnsinn, in der Nummer 9 dürfen wir uns einfach mal über eine Full Size von der Mascara freuen. Und zwar die I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Full Size, 12 ml. Riesen-Oschi, wunderschön pink, mag ich gerne leiden, dürfte ich noch als Mini-Größe da haben. Das heißt, die kleine Größe, die ich habe, geht dann auch entsprechend in das Full Face Adventskalender, was da mal kommen wird. Und das ist einfach hübsch, ne? Du hast ein Special Design mit drin und ach Mensch, da hat der Adventskalender sich echt Mühe gegeben und ich glaube, das ist auch so ein Kunstfaserböschen, was so wuschig, buschig, bauschig, volumig, kabuff, kabäm ist. Ne? In der Nummer 10 darf es nun mit Nagelprodukten weitergehen und die liebe ich ja. Ne? Die finde ich wirklich sehr passend, praktisch. Cuticle, Manicure, Sticks, das sind so Rosenholzstäbchen. Auch das ist im Adventskalender-Design. Ich verwende die aber nicht, um meine Nagelhaut zurückzuschieben, weil ich das furchtbar finde, dieses Gefühl, sondern wenn ich mir die Nägel lackiere und das so nebenläuft, übrigens hier hätte ich sehr wohl einen knallroten Nagellack gehabt. Schön, dass man einfach seine Finger nicht sieht. Egal. Ja, ne? Finde ich klasse, finde ich gut, habe ich Spaß dran. Ich weiß gar nicht, was hier so ruckelt. Hören Sie auf. In der Nummer 11 werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, also quasi Blush und Highlighter in einem Produkt, auch bekannt als Blushlighter, in diesem mega süßen Design. Das ist wahnsinnig hübsch. 4,5 Gramm haben wir hier drin enthalten und sowas ist einfach ein praktisches Produkt, weil du es einfach anwenden kannst. Also du nimmst es halt und ein bisschen vorsichtig. Also ich würde es nicht direkt volle Elle hier so auf die Apfelbäckchen packen, ne? Sondern erstmal hier so anfangen, um zu gucken, wie krass ist jetzt dieser Glow tatsächlich. Aber an und für sich finde ich das voll schön. Und selbst die Prägung von dem Produkt ist schon wieder in diesem Design. Ne? Stehe ich ja volle Elle drauf, feiere ich hart. Und wir hatten letztes Jahr im Adventskalender auch einen ähnlichen drin. Der war aber viel, 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 viel dunkler und hat mir ehrlich gesagt auch auf der Haut nicht so gut gefallen. Das kann was werden mit diesem Produkt und mir. Zur Halbzeit gibt es wieder einen Pinsel. Und das ist so ein abgeschrägter Engelt oder Engelt. Was? Ich sag's auf Deutsch, okay. Ein abgeschrägter Blendepinsel, ne? Da kommt man vor allem, ich habe so Schlupflider, kommst du einfach besser so in die Lidfalte rein, beziehungsweise in das, was man als Lidfalte nachher basteln möchte. Und der ist, wie ihr seht, ne, so fluffig, also quasi als Blendepinsel ganz gut geeignet, aber halt abgeschrägt, sodass man da einfach den schön hier so an der Seite ansetzen kann und dann frrrt machen kann. Finde ich total klasse. Ja, und passt doch, ne? Ist doch auch das gleiche Design wie von dem anderen. Cool. Zu Nummer 13 haben wir jetzt wieder ein Nagelprodukt, was uns über die Füße läuft. Und zwar ein Pocket Whitening Nail Base Coat mit 5 ml. Also quasi ein ja, Base Coat. Ne? Also das, was du dir als allererstes auf die Nägel drauf machst. Dann kommt Farbe, dann kommt der Top Coat. Weiß Bescheid. Ne? Und der soll auch noch aufhellend wirken. Da muss ich mal gucken, ob ich den mag. In der Nummer 14 haben wir jetzt so ein etwas, mag nicht jeder Produkt drin, in Anführungsstrichen, Braided Hair Ties, also quasi geflochtene Haargummis. Zwei Stück sind hier drin enthalten. Bei sowas kann ich den Preis eigentlich immer nur so schätzen, ne? Weil sowas gibt es ja nicht im generellen Catrice-Sortiment. Aber die sind elastisch, was ich gut finde. Bei mir ist es so, ich habe sehr, sehr lange, sehr, sehr feine Haare, die würden sich das Safe drin verirren und verknoten und verwuseln. Da habe ich dann nicht so viel Spaß dran. Aber süß, ne? Definitiv. Wer es mag, ist in Ordnung. In der Nummer 15 habe ich jetzt ein Produkt drin, wo die liebe Sarah Isabel, Like a Daisy in Spring, Freudensprünge machen wird, weil ich es jetzt endlich da habe, so oft wie wir ungeschönt machen und sie möchte, dass ich dieses Produkt verwende. Das ist jetzt in der Special Edition zum Adventskalender. Juicy Bomb Shiny Lip Gloss mit 10 ml. Sie sagte, das ist so ein tolles Produkt, das klebt nicht, das ist toll, das ist großartig, verwend das, kauf das, hab das. Ich habe es jetzt, Schätzelein, im Adventskalender war es jetzt mit drin. In der Nummer 16 habe ich Mattifying Oil Control Paper. Das sind so Blotting Paper. 30 Stück sind hier drin enthalten. Ich habe sowas immer mal wieder in Adventskalender drin gehabt, in Mystery Boxen und so, ne? Und habe gedacht, ja, ergibt voll Sinn, ne? Wenn du schwitzt, du verwendest das auf jeden Fall und so. Habe mir das in die Handtasche gepackt und ich habe es nie verwendet, muss ich wirklich gestehen. Denn immer wenn ich dann halt so am, was auch immer, ne? Das wie jetzt schon wieder, ne? Ich sitze hier bei 30 Grad und packe den Adventskalender aus, ist klar.
dann nehme ich mir auf dem Klo einen Klopapierstreifen und gehe damit über mein Gesicht. Ja, also das ist halt kein Produkt, was wirklich bei mir bleiben wird. Nee, tatsächlich nicht. Aber gibt genug, die das feiern. Tja, eine Woche vor Weihnachten oder vor Heiligabend vielmehr erwartet uns ein Produkt, was ich dieses Jahr nicht mehr roasten will, weil das ist ein Anspitzer. Und super viele stehen auf diese Anspitzer. Und ich finde es tausendmal besser, als wenn da irgendwie irgendein Fusselkram drin ist, was ich nicht brauchen kann. Und so einen Anspitzer kann man gebrauchen. Und der sieht auch noch spacig aus. Du hast hier so eine dicke Seite, du hast eine dünne Seite. Und ja, finde ich cool. Also kann man wirklich nicht anders sagen. Ich finde den wirklich hübsch. Ich finde den ansprechend. Hätte ich nicht aktuell schon 3 Stück hier in diesem Tisch drin, würde ich ihn tatsächlich auch behalten. Aber ne, ich finde es gut, gut, einfach gut. Witzig. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, 18. Dezember, Leute. Wir hatten ja schon den Blushleiter und da habe ich mir gedacht, alles klar, da hat sich Catrice vor allem, ne? Nein, Essens gedacht. Blush und Highlighter haben wir dann schon mal abgefrühstückt, dann können wir andere Produkte reinpacken. Nee, die haben jetzt hier nochmal einen Highlighter reingepackt. 4,5 Gramm. Und der ist hübsch. Ich hoffe nur, dass er mir nicht zu dunkel ist, aber der sieht nicht zu dunkel aus. Ich finde, dass die im letzten Jahr drin waren, die waren mir auch zu dunkel, ne? Und der hier, na, der ist schon sehr gelb, aber ich glaube, der könnte passen. Na, ich glaube, das wird was, oder? Was meint ihr? Schreibt mal gerne eure Vermutung unten in die Kommentare. Ich stehe auf jeden Fall drauf, dass wir hier auch wieder dieses Pressing drin haben, ne? 1A. Wow, am 19. Dezember habe ich das Ganze schon ziemlich auseinandergerupft. Der klassische Kajalpencil ist hier natürlich drin. Dürfte auch eine Full-Size sein. 1 Gramm ist das, ne? Hier so ein Sternchen drauf, das ist hübsch. Und so ein schwarzer Kajal, den finden wir jedes Jahr im Essence Adventskalender. Ist nicht verkehrt, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Hey, wir sind im 20er-Bereich, ne? 20. Dezember, Moisturizing Hand Cream. 25 ml mit Shea Butter und Vitamin E. Diese Shea Butter und Vitamin E-Gedönsen haben wir irgendwie in vielen Produkten hier drin enthalten, ne? Ja, aber auch das, ein brauchbares Produkt. Und das haben wir auch jedes Jahr im Adventskalender. Ist sehr zuverlässig drin enthalten, ne? Direkt daneben ist die Nummer 21 und das ist ein Nagellack in einer sehr schönen Farbe, finde ich. Ein Pastell-Lila, 5 ml. Hast du einen Namen? Pocket Nail Polish heißt du einfach nur. Mhm. Ja, nö, hat keinen Namen. Ein namenloses Produkt. Hm. Gib dem gerne mal einen Namen unten in den Kommentaren. Also vielleicht die Lila Laune oder... ich weiß es nicht. Weiß ich echt nicht. Da fehlt mir gerade die Kreativität, weil es unter der Mütze 100 Grad sind und mein Gehirn kocht. Finde ich auf jeden Fall hübsch, ja. Und irgendwie besser als ein klassisches Rot. In der Nummer 22 haben wir einen Eyeliner-Pinsel drin. Das finde ich schön. Finde ich wirklich schön. Also, ne, weil Eyeliner-Pinsel kann man gut gebrauchen. Und wenn du den Kohlkajal-Stift nimmst und damit so einem, ne, das einfach drauf machst, dann kannst du dir das nämlich mit so einem Eyeliner-Pinsel auch als Wing ziehen und hast dir dann auch so ein bisschen was Präziseres gebastelt. Also, ich finde es schön. Ne? Ne? Weißt du Bescheid? Ich habe sie vermisst. Und am Tag vor Heiligabend bekomme ich sie jetzt endlich. Die obligatorische Nagelfeile. Und die ist hübsch. Die ist wirklich hübsch. Wow. Finde ich krass. Ich stehe auf Nagelfeilen. Ich verwende viel Nagelfeilen und brauche sie, benutze sie. Ne? Deswegen für mich auf jeden Fall ein cooles Produkt hier drin. Happy Holy Nails. Auch süß gemacht. Und hier hast du sogar auch dieses Muster auf der Plastikverpackung mit dran. Ja, ne? Und Nagelfeile, das gehört hier auch irgendwie. Gehört hier mit rein. Dann schauen wir mal. 24. Dezember. Hier ist wohl keine Lidschattenpalette drin, ne? Aber wir hoffen das doch immer, alle von uns, dass wir in der 24 eine Lidschattenpalette haben. Aber es gibt ja noch den DIY-Adventskalender, den packe ich auch noch aus. Ich glaube, da haben wir ein bisschen mehr Erfolg dann drin. Ja, ihr seht, ne? Das reißt hier so ein bisschen auf und so. So, was haben wir hier? pH Reacting Glitter Lip Glow. Oh mein Gott, 3,2 Gramm sind hier drin. Auch hier wieder Adventskalender-Design auf dem Produkt an sich, was ich auch schön finde. Hübsch, aber diese pH Reacting-Produkte sind leider bei mir echt nicht so willkommen, weil sie bei mir aussehen, als wäre ich Barbie höchstpersönlich. Macht mir gelbe Zähne. Also wunderschön, sich das jetzt so anzusehen, aber nichts für auf meinen Nägeln, vor allem auf meinen Lippen. Jo! Ihr Lieben, das war jetzt hier der Essence reguläre Adventskalender, nennen wir ihn mal. Ne? Hier hinten stehen auch nochmal die ganzen Produkte übrigens drauf. Das ist auch großartig.
Ich schaue auf meinen Tisch und sehe wirklich eine wunderschöne, vor allem pinke, aber dann doch irgendwie auch bunte Mischung. Ich hätte es cool gefunden, wenn wir hier anstelle von dem Highlighter einen Bronzer drin gehabt hätten. Ich hätte es cool gefunden, wenn wir vielleicht irgendwie eine kleine Lidschattenpalette hier drin gehabt hätten. Hat Essence da nicht so kleine? Wäre auf jeden Fall cool gewesen, aber du kannst nicht alles haben, ne? Ist wie es ist. Du zahlst ja auch 25,95 dafür und dementsprechend, ja, du bekommst hier halt auch viel Design. Sicherlich wird auch ein hoher Wert hier drin sein, vor allem in Relation zum Preis, was man dafür bezahlt hat. Wir haben Pinsel mit dabei, eine Nagelfeile, also Tools. Wir haben hier halt viele Tools drin. Das ist das Einzige, was ich jedes Jahr moniere an diesem Adventskalender. Denn ich finde auch die Anzahl an Lippenprodukten oder an Nagelprodukten vollkommen in Ordnung. Ich meine, hey, wir haben eine Full-Size-Mascara hier auch am Start. Ich finde den cool. Also wäre ich nicht ich, sondern jemand anderes, also heißt, würde ich nicht 100 Adventskalender jährlich auspacken, würde ich den mir auch wirklich über die Weihnachtszeit hinstellen und mich jeden Tag darüber freuen können, was da so drin ist, weil das Design halt auch einfach hübsch ist. Das ist auch immer das, womit Essence uns kriegt, oder? Schreibt mal gerne unten in die Kommentare eure Meinung zu dem Adventskalender rein, wie er euch dieses Jahr gefallen hat. Ja, auf jeden Fall eine aufregende Reise. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!